Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder und wir sind immer noch mittendrin bei der Racer-Verfolgung. Fahrzeugschaden kritisch, das ist natürlich nicht gut. Und es ist auch nicht gut, wenn unsere Leute uns gegenseitig sich gegenseitig zerstören. Na! Ah! Wir wollten eigentlich unsere Speedlist abarbeiten. Ach, Kacke. Daneben. Ja, kritisch, aber wieder repariert, würde ich mal sagen. Wir müssen ihn festfahren, theoretisch müssen wir ihn einfach nur festfahren, so dass er sich nicht mehr bewegen kann. Ah, jetzt merkt er gerade, dass er abhauen muss wahrscheinlich. Wir müssen ihn irgendwie festfahren. So, jo, wieder repariert. Wir müssen versuchen. Ah, ich bin gerade etwas kondensiert hier auf die Verfolgung. Wir müssen einfach versuchen, den festzufahren. Denn wenn er sich irgendwo festgefahren hat, am besten in der Tankstelle drin einzukeilen. Wenn er in der Tankstelle nämlich feststeckt, kann er sich ja nicht mehr bewegen. Mein Wagen ist beschädigt, ja. Wir liefern uns hier gerade ein Rasegefecht. Oh Mann. Ich sehe teilweise gar nicht, wo er ist. Ah! Fahr ihn fest, fahr ihn fest! Er hat jetzt auch schon Fahndungsstufe 6. Ich denke mal, er wird es jetzt an einer anderen Stelle versuchen, wo es keinen Reparaturpunkt gibt oder so. So, Kommandoposten betreten. Er kann uns einfach nicht so zerstören, wie er das gern hätte. Denn hier an dieser Stelle ist ein Kommandoposten. Und da gehe ich einfach rein. Und dann hat sich's erledigt.
Genug rumgespielt, Mensch. Eigentlich wollten wir doch unsere Speedlist abarbeiten. Meine Güte. Jetzt wollte ich hier mal ein bisschen mich betteln. So, 15.000 in einer einzigen Session erzielen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier von ihm. Dann treffen wir ihn nicht gleich sofort wieder. Weil das verleitet ja dann doch, ihn zu verhaften. Aber er hat schon einen ganz schön gut ausgebautes Rennauto, weil sonst wäre er schon längst verhaftet worden. Man hat ja auch gesehen, er setzt die Ramme und so weiter ein, um sich da wieder frei zu rammen, wenn dann Fahrzeuge vor oder hinter ihm stehen. Das heißt, er ist da schon ziemlich erfahren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie ein Event machen können, zum Beispiel einen Schnelleinsatz oder sowas. Damit wir ein paar Punkte bekommen, denn wir sollen ja 15.000 Speedpoints erreichen. Ah, das geht ja tatsächlich in die Richtung. Ich wollte wenden. So, Schnelleinsatz starten. Da kriegen wir schon mal 3.000 für und vielleicht können wir ja dann noch einen verhaften irgendwo. Denn wir müssen ja bessere Autos freischalten, um dann solche gefährlichen Verbrecher wie diese Leute von vorhin, die wir gesehen haben, verhaften zu können. Denn man kann ja nun mal das Auto an sich des Cops nicht wirklich pimpen, außer mit Verfolgungstechnologien. Und da sollte man dann natürlich die besseren Verfolgungstechnologien irgendwann auch freischalten. Oh, was? Zeitstrafe? Warum? Ich habe doch nur die Leitplanke mitgenommen. Naja, nicht so schlimm. Oh, guck mal hier, fünf Dingsbums. Na, sag mal, Fahndungsstufe 5. Tatsächlich. Das wäre jetzt natürlich eine super Verhaftung, weil je mehr Fahndungsstufen die haben, desto mehr Punkte kriegt man ja auch für eine Verhaftung. Aber wir sind ja auf dem Weg zum Schnelleinsatz. Vielleicht haben wir Glück und er fährt den Weg hier mit uns lang. Oh, Alter, er hat mich von hinten gerammt und ich kriege einen Abzug. Kann ja ruhig wahr sein. Geh weg. Hier, guckt euch das an. Er rammt mich und ich krieg den Abzug. Was, 2 Sekunden? Wofür? Wofür? Wofür kriege ich diese 2 Sekunden Strafe? 2,5 Sekunden. Wofür? Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gerammt. Ich habe nicht mal einen Baum angeguckt. Ich habe nicht mal den Baum angeguckt. Ich habe mich auf die Straße kondensiert. Ja, tatsächlich. Weiß nicht, was er hatte. Warum habe ich plötzlich 2 bekommen? Ah, das ist Ziel. So, trotzdem noch Silber geschafft. Jetzt haben wir auch 15.000. Und ein Nitro-Seitenslam sollen wir erzielen. Da müssen wir erstmal jemanden suchen, den wir verhaften können. Ah! Er verfolgt jemanden. Da fahren wir doch mal hinterher und gucken, ob wir da was ausrichten können. Fahre langsam. Das kenne ich nicht, das Wort langsam. Habe ich gestrichen aus meinem Wortschatz, seitdem ich Need for Speed spiele. Ich mache jetzt alles nur noch in doppelter Geschwindigkeit. Also anziehen, Sachen packen, zur Arbeit gehen, wieder zurückgehen. Geh weg. Ich habe mich nicht dran gewöhnt, dass ich die Ramme und so weiter auf den falschen Slot, beziehungsweise auf einen anderen Slot gelegt habe als vorhin. Boah, ist der schnell. Alter. Wieso ist denn der so fast and so furious? Ach nein, der schon wieder. Geh weg. Wieso wurde ich von ESF getroffen, wenn ich gar kein ESF gesehen habe? Naja, ist ja egal. Er hat was wahrscheinlich immer an. Ja, wahrscheinlich eine verbesserte Version, wo man das schneller steuern kann. Ich versuche aber gerade den anderen zu verfolgen. Ich will mich jetzt nicht mit ihm anlegen hier, weil ich immer noch versuche gerade den Seitenslam zu erzielen. Beziehungsweise den Nitro-Seitenslam.
40 und rücksichtsloses Fahren. Ziel verloren. Inspektzentrale. Hat er es wahrscheinlich aufgegeben, mich zu verfolgen gerade. Weil ich glaube wirklich, er wollte es drauf anlegen jetzt hier. Aber ich wollte ja eigentlich einen Nitro-Seitenslam erzielen. Kein Nitro-Seitenslam, aber fast. Nitro-Seitenslam. Komm schon. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Ha! Aufgabe abgeschlossen. Das zählte als Nitro-Seitenslam. Ich weiß zwar nicht warum, aber es zählte. Die Racer sind zwar auch ziemlich schnell unterwegs und ziemlich schnell weg, sodass ich sie wahrscheinlich nicht verhaften kann in einer einzelnen Session, aber wir haben es trotzdem geschafft, die Speedwall noch abzuschließen, auch wenn ihr das nicht vermutet hättet, dass wir das jetzt in diesem Let's Play noch schaffen. Ach hier, guckt mal, Kommandoposten, da können wir gleich unsere Speedpoints weg. Schaffen. So, mal gucken, was wir jetzt für ein Auto kriegen und vielleicht eins, was schneller und besser ist als die, die wir vorher hatten. Wir kriegen ja auch immer neue Verfolgungstechnologien und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich wundere mich vor allem, dass der da mit schon den ganzen Polizisten so sich angelegt hat, gar nicht von einem Hubschrauber oder sonst irgendwas verfolgt worden ist. Weil oftmals wird da auch ein Hubschrauber oder so eingesetzt. Rang erhöht. Yay. Ein Porsche. Oh, geil. Porsche. Das E muss langgezogen sein, weil er so schnell ist. Porsche. Wir bringen sie zur Strecke. Sammle 17.000, verhafte 2 Racer, erziele 5 Treffer mit der Verfolgungstechnologien. Erfolgungstechnologien, natürlich. Wagenauswahl, da nehme ich doch mal den Porsche, oder? Der ist aber bestimmt schnell. Ja, die Beschleunigung ist auf jeden Fall gut. Stärke ist jetzt nicht so seine Stärke. Und Robustheit auch nicht, aber... So, Verfolgungstechnologien. So ein elektrostatisches Feld ist auf jeden Fall gut. Und was haben wir noch? EMP, Straßensperre, die Schockwelle, das Nagelband. Ich nehme mal die Schockramme wieder, die hat sich jetzt bewährt immer mal zwischendrin. Und wir haben ja auch nicht so viele Speedpoints, wie die Racer immer haben. So, mal gucken, was wir tun können. Also die Treffer mit der Verfolgungstechnologie werden wir wohl recht zügig, denke ich mal, hinbekommen. Vor allen Dingen, wenn wir wieder auf den Zulu da treffen. Da werden wir den wohl öfter treffen dann mit Verfolgungstechnologien. Ja, jetzt haben wir ja auch ein schöneres, besseres Fahrzeug. Huch, was war das jetzt? Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. So, Racer verhaften 2 und Technologie 0 von 5. Oh ja, der Porsche geht auf jeden Fall ab. Der Porsche geht ab. Ah, jetzt ist er da abgebogen. Nein. Code 3 wurde genehmigt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah. Zeigen wir den Racern ihre Grenzen auf. Ah, schnell durchfahren. Das war knapp. Nein, ziehe dich nicht zurück. Da ist er doch. Ah, Auto. Alle Einheiten verfolgt verdächtigen Code 1054. Alle Autos in der Nähe sind
Ah, fast. Ah, nicht drehen. Wow, 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 wow. Was hat er denn? Krass, der Porsche geht ab. Alter. Jetzt haben wir... Yeah! Ja, Racer verhaftet. Wunderbar. Einer verhaftet. Und dann müsste noch irgendwo ein zweiter sein, den wir auch noch verhaften können. Hier wird doch irgendwo jemand verfolgt. Boah, Porsche. Alter, geht er ab. Im Gegensatz zu den anderen Polizeifahrzeugen, muss ich sagen. Oh, geh mir aus dem Weg. So. Ah! Den habe ich doch gar nicht verfolgt. Wo ist denn der andere hin? Hier ist doch gerade ein anderer lang gefahren, den ich verfolgt habe, oder? War das der? Seltsam, seltsam. Naja, wir werden schon noch einen verhaften. Irgendwo, irgendwann. Da vorne ist einer mit einer 1. Den kriegen wir. Der ist da rechts hochgefahren. Der wird auch gerade verfolgt. Racer werden immer verfolgt irgendwie. Hohoho, das war ein geiler Drift. Lass mich mal ran hier. Ich zeige euch, wie das geht. Wow! Wollte ich eigentlich eine Verfolgungstechnologie einsetzen? Kam aber nicht dazu. Ah, die Schockramme. Zu früh. So, jetzt habe ich ihn mit dem ESF getroffen, aber es hat noch nicht so viel gebracht, wie ich gern gehabt hätte. Ich muss nochmal die Schockramme versuchen nachher. Ah, geh weg. Hat er aber nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ah, eieieiei. Oh, 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 oh. Der düst hier davon, der Arsch. Ach, den einen hat man vorhin schon mal verfolgt. Ich glaube, das lassen wir lieber, sonst kommt er sich noch gestalkt vor. Das war auch der, den wir, glaube ich, verhaftet hatten oder so. Ah, ich will hier hinter dem her. So viele Racer auf einmal, das hält ja keiner aus. Muss ein Nest sein. Oh, der Racer da vorne geht aber ab. Alter. Wieso sind die so schnell? Nur weil ich einen Porsche habe, heißt das nicht, dass ich da hinterherkommen muss. Ja, nicht nur eines, zwei. Da vorne sind sie. Boah. Puh, verfolgen ist natürlich auch sehr lustig. Im Gegensatz zu verfolgt werden, aber... Ist natürlich auch schwierig. Ah! Alter!
Ja, verhaftet. Ha! Das war er. Und die Speedlist tatsächlich abgeschlossen. Ich überlege gerade, ob ich den einen noch verfolgen kann, aber der ist wahrscheinlich weg. Der ist da lang irgendwo. Und der Porsche geht schon ganz schön ab. Der ist weg. Da muss irgendwo auch ein Versteck sein. Ah, ich repariere mich erstmal für den Fall, dass wir noch irgendeinen waghalsigen Spieler treffen, der sich unbedingt mit uns anlegen will. Krass. Eieiei. Es hat mir auch teilweise ab und zu mal die Sprache verschlagen, wenn ich mich denn dann versucht habe zu konzentrieren. Aber jetzt sind ja die Verfolgungen zum Glück zu Ende. So, 118.000. Ja, die Punkte sind auf jeden Fall in Ordnung. So, und hier dann lang, oder was? Ah, ja. Hätte ich ja auch auf der anderen Seite hochfahren können. Schön in ein Zivilfahrzeug reingedonnert. Das wollte ich auch mal gucken, was da passiert, aber da gibt es auch nur so eine Unfallcam und es wird einem nichts abgezogen. Schade. Eigentlich müsste einem da glatt mal Speedpoints abgezogen werden. Weil Speedpoints ist ja fast sowas wie Geld, ne? Hier bei Need for Speed Rivals. Oh, ah, da wird wieder einer verfolgt. Ah, Officer! Macht er denn? Selbstmordkommando. So, Punkte wegbringen. Neues Fahrzeug erhalten und hoffen, dass man nicht zu viele Speedpoints beim nächsten Mal ausgeben muss. Und was man wahrscheinlich mal machen muss zwischendrin, einfach mal ein paar Speedpoints reinfahren, sage ich mal. Dass man dann auch genug hat, um immer die Verfolgungstechnologien auszugeben. Also immer wieder das Geld für neue Technologien auszugeben. Ha! So, haben wir geschafft. Mal gucken, was next ist. Next. Rang erhöht. Verfolgungstechnologie, neuer Wagen. SRT. Dodge Viper. Ich wollte schon immer eine Dodge Viper fahren. Ich weiß gar nicht, beim Racern gibt's eigentlich auch die Dodge Viper diesmal? Weiß ich gar nicht. Die Straßen werden wieder sicher sein. Schnelleinsatz, 5 Seiten, Nitro-Slams, Gold bei Event, Driften, Verhaften. Das hört sich gut an, das nehme ich. Und wir sehen uns bei der nächsten Verhaftung. Also bis dahin, tschüss.